So, meine Freunde, da sind wir wieder zurück in Agony Unrated. Wir versuchen jetzt den Baum des Lebens zu finden. Nehmen uns aber diese komische Kreatur da. Hat es mich gerade rausgehauen aus der. Ja, mal da wieder rein. Und schauen mal, ob man da was hier auf die Reihe bringt. So. Ich will die ganzen Typen da eigentlich jetzt nicht umbringen, weil die brauche ich vielleicht noch. Also das sind genauso arme Schweine wie ich, irgendwie kommt mir vor. Ich glaube, ich muss dann nach hinten. Ich glaube aber auch, dass dem Dämonen bald das Saft ausgeht. Ich sage jetzt mal einfach Saft ausgehen. Klasse. Wie wunderbar. Ich trottle wieder keinem was vom Kopf zu. Scheiße. Ja, Mist. Maybe they were right. You're just a toy. Ja. Ich bin nicht nur ein Spielzeug, du Sackratte. Ich gehe mal davon aus, dass ich mehrere Stellen habe, wo ich hin kann, anscheinend. Probieren wir es mal in die Richtung. So, Licht! We're out of your bones. But your sheer suck-ups will devour you, you'll see. Komm ich an dem Vieh vorbei? Jetzt rum. Was ist denn da kaputt? Da war aber das Viech gerade irgendwo. Verzieh dich. Na toll. Ich hab da irgendwie doch das von der Birne so.
Ja, das war die da hinten wieder. Aber da rennen überall so Dämonen im Gras gerade. Warte mal. Kann ich so einen Dämon nehmen? Oh doch! Das erleichtert das Ganze, glaube ich, ein bisschen. Hoppla! Einer nichts am Kopf. Ach Gott, na, abgestürzt. Ach so. So mehrfach Spawnort da gerade, weil da so. Ich werde auf jeden Fall nehmen, dass alles unterziehen da. Der Wahnsinn beginnt in meine Knochen und in mein Blut einzudringen. Ich irre zwischen den Schatten umher, zwischen Schlamm und knarrenden Knochen unter meinen Füßen. Ein Feuerwerk von Farben und Klängen dämpft alle Sinne und erlaubt keine Rast. Ich bin nicht mehr imstande, meine Schritte zu kontrollieren, die mich schnurstracks in die Tiefen der unendlichen Abgründe führen, in den entfesselndsten Teilen des Verstandes, entferntesten Teil des Verstandes, sorry. Die Kräfte, die ich zu zähmen versuchte. Ich kann meine Gedanken nicht bündeln, ertrinke in einer Vision von Wahnsinn und Tod. Mit meinem eigenen Blut male ich göttliche Symbole auf die Steine, auf der Suche nach einem Ausweg, danach mich auf Engelsflügeln über den Albtraum zu erheben. Ja. Das einzig Blöde, wenn man den Dämonen spielt, ist, dass man keine Karte hat. So. Ich fühle mich da jetzt gerade ein bisschen sicherer. Sagt das B da oben? Sagt man eigentlich, geh woanders hin, da ist scheiße. Ja, man kann es einmal versuchen. So, wo komme ich da hin? Mit der vorbei. Ah ja. Warum springen, wenn da ein Baum ist? For fuck's sake, just fucking jump. Thank you.
keine Ahnung, wo es da weitergeht gerade. Ich sehe nichts. Dabei schaut es einmal nicht so mies aus, aber ich hätte eine Fackel hätte ich jetzt brauchen können. Ich sehe nicht mal, wo die Abgründe sind da. Was zum? Ah! Das zählt das, glaube ich, als fliegendes Engel. Ach du Scheiße, da schaut's aus. Das ist immer gut. Just drink it. You could feel the same thing she does. The forest will start floating for you, throwing out thick violet lava. Do not deny it. Accept what you see. Brüder, der Wahnsinn ist nahezu komplett von meinem Verstand Besitz ergriffen. Von allen Seiten erreichen uns die Klänge des Leids und der Trauer. Die Dämonen sehen mich mit deformierten Gesichtern an. Wie soll ich meinen Glauben nicht verlieren, wenn all diese Gedanken auf die Sünde gerichtet werden? Wenn all unsere Gedanken auf die Sünde gerichtet werden? Die unendliche Anzahl an Farben und Symbolen drängt die Hoffnung aus dem Verstand. Der Wald schwimmt vor meinen Augen in Sünden. Er wächst aus dem Bösen und ernährt sich vom Blut unserer Brüder. Werden wir jemals wieder zum Licht zurückkehren? Im riesigen Baum sehe ich die Hoffnung. Ich klettere an seinem Stamm zum Himmel und werde von den Ästen aus nach den Wolken greifen. Ist das das Fegefeuer, welches wir durchqueren müssen? So. Safe Point. Das haben wir schon. Gegner anzeigen. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Vision des Seelenmodus. Was macht der? Ah, den habe ich schon. So, nehmen wir das dazu. Leben erhöhen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt was bringt eigentlich. Ich lasse das mal so. Ich sterbe sowieso meistens instant. Also so ist es ja nicht. Okay. Die Richtung passt ja schon mal. Wo zum Henker schwebe ich jetzt wieder rum? Stehe ich auf der Wasser, auf dem Ding stehe ich drauf. Da ist irgendwo eine Statue noch. Okay. Der riesige Baum im Herzen des Waldes scheint bis zu den Wolken zu reichen. Die primitiven Untertanen glauben an seine versteckte Macht und spüren die mystische Atmosphäre um ihn herum. Vielleicht bewirken die Leichen, die bei ihm tief in der Erde vergraben wurden, dass sie sich so gerne um ihn versammeln. Der Baum des Lebens und des Todes thront über dem Wald und schenkt Hoffnung und Glauben, sich einmal bis zu den Wolken empor zu erheben. Der Baum ist eigentlich irgendwo. Thank you.
nicht. Echt nicht. Vor allem so unerwartet. Wir bleiben mal da. Ich kann an dem Typen ja gar nicht vorbei, oder? Dazu. Ich kann da wirklich nur rennen. Es ist wirklich. Also manchmal. Jetzt wird schon sehr angsteinflößend teilweise. Die schicken mich da nicht durch, wirklich das alles einsammeln, weil da werde ich deppert. Psst. Thank you.
Boah. Keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, da herzukommen. Warum da jetzt auf einmal das Licht angegangen ist. Komm mit, Baby. Okay, gehen wir davon aus, wir suchen jetzt Babys. Also richtig schwierig. Waren die Rätsel bis jetzt da zweimal? Komm her. Ah, bist du hässlich. Komm schon, nimm das schneller. Komm. Ja, du schaust dir gerade jetzt normal aus noch. Einer noch. Ich verzeih mir da lieber. Ah, leiser. Kann man nicht untergehen. Oh, Videosequenz. Wo bin ich da? Egal. So. Fuck. Ah, ihr schaut's mich an. Ist ja lieb. Der Wahnsinnige ist bestimmt. So, wir beenden den Part. Es geht dahin, es wird langsam ziemlich krank und noch mehr krank und irgendwie gruselt es mich jetzt schon ein bisschen. Okay, aber wir schaffen das, wir kriegen das durch. Bis zum nächsten Mal. Schaltet es wieder ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ob wir rauskommen aus der Hölle oder verdammt hier bleiben. Bis dann. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao.